Heyho, willkommen zurück bei Cryo 4 Angst? Na gut, die Vögel zermiesen mir gerade die Angst. Wir sind jetzt in einem Abschnitt, wo wir eigentlich zu unserer City zurückgehen wollen. Wir sind jetzt auch in unserer City und waren in unserem Haus. Allerdings sind da wieder ein paar Feinde, die uns angreifen wollen. Und wir haben, ich lade erstmal nach hier mit der Waffe. Wir haben, wenn wir so die Shotgun betrachten, relativ viel Schuss, ne? So 18 Magazine, jeweils 3, 5, 5, ja ungefähr 5 Schüsse pro Magazin. Macht schon mal insgesamt 90 Schüsse. Also das ist nicht gerade wenig. Und die Shotgun zieht auch sehr viel ab. Kann ein Gegner eigentlich auch mit einmal umbringen, ne? Aus der Nähe zumindest. Dann flattert alles in alle Richtungen, in alle Himmelsrichtungen. So, jetzt gehen wir hier rein. Und ehrlich gesagt, ich habe keine, ich habe wie gesagt im letzten Part die Laterne, oder eher gesagt die Lampe wieder weggetan, weil es doch relativ hell ist und wir gehen ja jetzt durch ein Haus und dann wieder irgendwo durch. Habe ich schon gesehen. Oder hatten wir im letzten Part gesehen. Ne? Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Ich glaube, es geht nicht mehr ganz so lange. Den Kollegen hatten wir umgebracht, ne? Ja, sehr gut. Hier war, wie gesagt, die Spritze. Jetzt haben wir nämlich zwei. Und hier haben wir Pickup Box, Revolver. Das haben wir aber leider gerade nicht im Inventar. Und wir können nur drei Sachen tragen. Das finde ich ein bisschen blöd. So, jetzt gehe ich hier raus. Hier war ich noch nicht. Und, naja. Ich höre was. Bett. Bettmonster. Irgendwo. Ah, da vorne. Hallo. Du Alien. Du Alien. Okay. Da oben ist einer. Ich gucke mich hier um. Munition. Allerdings für die M16, die wir liegen gelassen haben. Bam! Yeah! Da! Boah, der hat überlebt sogar. Nicht schlecht. Ich dachte, der würde... Ach nee, doch nicht. Das ist kein Magazin. Das ist für jeden Schuss. Stimmt, das ist ja anders. Weil man hat immer nur einen Schuss für die Shotgun. Das ist immer so, wenn man nachlädt. Weil im Magazin, dann wäre es schon keine Shotgun mehr. Du liegst da ein bisschen vergewalt. Ich gehe weiter. Das wird eklig hier. So, mal sehen. Aha. Das Fahrrad ist nicht angeschlossen. Also, das ist unglaublich. Sowas geht doch gar nicht hier. Seine Fahrräder einfach nicht anschließen. Aber ich kann damit auch schlagen. Ich wüsste mal gern, wie viel Schaden das anrichtet. Shit. Pass auf. Ja. Ja. Lol. Finde ich immer wieder lustig. So, jetzt haben wir dafür ein Magazin mehr. Das ist nicht schlecht. Aber wir sind so gut wie... Na gut, wir gehen erstmal weiter und heilen uns nicht auf. Oh, die dritte Spritze. Die Feuerwehr! Ich glaube, hier geht's rein, wollte ich sagen, aber... Es geht hier anscheinend doch nicht rein. Hier rein? Ja. Ich will nicht wissen, was hier ist. Der hier. Bah! Ah, scheiße, sag mir doch, ich muss nachladen. Nein! Na komm doch mal jetzt, Gelbi! Oh, du hast deine Beine verloren. Ach, ist ja... Ach nee, du hast irgendwas mit dem Rücken wahrscheinlich. Huah! Okay, der tötet sich nicht selbst, weil es gibt ja viele Gegner, wenn man sie umgebracht hat, bringen sie sich nochmal selbst um, sprich die Oma oder manchmal auch diese Tütenmenschen, die sich dann selbst einschießen. Hört sich komisch an, einschießen. Ich will hier gar nicht durch. Ich will nicht durchgehen. Oh, hier geht's sogar durch und da ist eine Lampe, das ist nicht gut. Und es ist total dunkel hier, ich gehe sofort wieder... Oder nee, hä? What the fuck? Ist da doch nicht dunkel? Auf den ersten Blick war es dunkel. Aha, wir sind jetzt... Alter, wo... Wann kommen wir denn mal zu unserem Haus? Zu unserem. Also ich rede jetzt nicht mit euch, sondern hier mit dem Charakter. Manche schreiben ja irgendwie wir. Ja, damit meine ich aber den Charakter. Ausnahmsweise, sonst natürlich ihr. Wenn ihr euch angesprochen fühlen wollt, dann seid ihr es auch. Aber im Grunde genommen rede ich eigentlich mit dem Charakter. Also mit dem Charakter und mir. The Dawnwood Butch. What? Okay, so langsam hört die Musik wieder auf. Die Vögel sind weggeflogen. Ein eisiger Wind weht hier. Da ist, glaube ich, ein Monster gewesen, oder? Alter, was ist das denn? Wie viel Munition? Hätte ich wirklich drei Waffen aufnehmen sollen? Weil für die M16 haben wir jetzt sowas von viel Munition. Das ist schon gar nicht mehr normal. Und jetzt haben wir wieder für die Shotgun was aufgehoben. Ich glaube, hinterm Auto war was. Hallo, ist hier jemand? Ich verkaufe Kekse. Okay. Ich glaube, bestimmt in irgendeinem Haus, wo man es nicht erwartet, kann man reingehen. Oder muss man sogar reingehen. Ich probiere einfach alles aus. Auch wenn sie auf den ersten Blick
Huch. Boah, ich kann nichts mehr bewegen. So, jetzt kann ich wieder bewegen. Ich konnte gerade meine Maus nicht bewegen. Ich hatte voll panische Angst. Ich wollte gerade Amok laufen. Ne? So, hier ist Mom also. Scheiße, wir sind am Ziel angekommen. Ich will nicht wissen, was da auf uns wartet. Nicht das, was wir uns erhoffen, denn wir sind immer noch in unseren Gedanken. Schätze ich mal. Genau wissen tue ich es nicht, aber so langsam würde das aber Sinn ergeben. So, wir gehen rein. Juhu, wir gehen rein. Nein! Scheiße. Oh, warte, warte, nein. Mein Leben. Mom? Ach du Scheiße. Mom? Nein, 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 nein. Where are you? Mom? Ach du Scheiße. Mom! Ich höre auf jeden Fall Monster. Ich werde mir sofort eine spritzen, weil ich Angst habe. Oder ich denke mal, wir werden... unsere Wunde wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Am Anfang war es doch viel weniger. Hm. So, ich habe das Gefühl, hier sind sehr viele Monster und ich will jetzt nicht sterben, weil ich den ganzen Weg hier auf mich schon genommen habe. Die Mom ist jetzt so ein Monster. Hier... Ah, okay. Ich dachte, hier wäre eine Spritze. Ist aber nur ein Kugelschreiber. In den meisten Fällen, wenn man Spritzen erwartet und auf den Boden guckt oder auf den Tisch guckt, sind das nur Spritzen. Oh, was empfangen die denn? DVD von Panasonic oder irgendwie so. So, hier ist ein CD. Ach so, hätte ich gar nicht machen müssen. Egal. Lakehouse machen wir ruhig hier drauf. Ist jetzt unrelevant, worauf wir safen. Und dann gehen wir weiter. Mama, bist du zu Hause? Ich bin's, dein Sohn. Hallo. Hm, was versteckt ihr denn so Schönes im Schrank? Nee, ich will's nicht wissen. Hört sich komisch an. Hey, kommt! Oh, scheiße. Das war wohl mein Zimmer. Kann ich mir gut vorstellen, sieht so aus. Und wir haben uns was geschrieben. Okay. Ein Abschiedsbrief. Alter, nein! Das sind wir. Tatsächlich, wir sind wirklich im Rollstuhl gewesen. Und wir haben uns selbst umgebracht gehabt. Und ein Bosskampf. We fight against Simon und sind im Rollstuhl. Nein! Oh mein Gott. Scheiße. Ist ja richtig scheiße, schlimm. Ich kann es gar nicht lenken, er fährt irgendwie selbst. Hä, Hilfe! Ich habe voll ein Handicap. Was? Was ist das denn? Willst du mich verarschen? Das ist voll eine Beleidigung für alle, die im Rollstuhl sitzen. Ach du Scheiß. Oh, Alter, was ist das für ein Horrorspiel? Das Ende ist ja echt krank. Also, wenn das das Ende ist, dann ist es wirklich krank. Simon... Versus Simon. Ist echt schwer, diesen Rollstuhl hier auch zu lenken. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, der könnte sich selbst lenken eventuell. Ich drücke nur nach vorne. Nee. Ich muss ihn schon irgendwie in die Richtung lenken. Wir haben uns selbst umgebracht. Wir haben einen Abschiedsbrief geschrieben an die Mutter. Weil wir nicht mehr mit der Situation wahrscheinlich uns anfreunden konnten. Wir hatten auch Liebeskummer und vielleicht hatte die Freundin schon einen Freund oder... Sie hat uns ja mitgeteilt, dass sie nichts von uns wollte. Nein, 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 nein. Alter, was ist denn das für... Ey. Zieht uns kaum was ab, auf jeden Fall. Wir haben ihm schon relativ viel abgezogen. Wo ist er hin? Das ist so krank. Das ist so krank, das Spiel. Ich finde es so lustig, dass das so krank ist. Wie kann man sich sowas ausdenken? Muss man ja bekifft sein. Scheiße. Alter. Ach, all das, was ich aufgesammelt habe, hat er jetzt. Das ist... Boah. Das muss ich erstmal verdauen. Und wir sind halb tot. Scheiße, ich häng fest. Oh, komm. Da musst du doch rüberkommen. Gegensätze Richtung hier, oder was? So. Die Lichter blockieren mich. Nicht, dass es so ist, wenn ich zu langsam bin, dass er dann von hinten kommt und sagt,
du bist zu langsam gewesen oder so. Alter, jetzt hänge ich hier fest. Das ist echt schwer, den irgendwie zu lenken. Ich war noch nie im Rollstuhl. Und vor allem habe ich das Gefühl, ich bin... Ach du Kacke, ich bin tot. So gut wie tot bin ich jetzt. Ich habe zu spät reagiert. Jetzt muss ich die ganze Zeit draufhauen. Ah, ich kann kaum lenken hier mit der... Der ist echt benommen, als ob er gerade unter Drogen steht. Vielleicht hat er sich auch unter Drogen umgebracht. Hallo, schnell umdrehen. Oh, was macht er denn da? Ey, der ist so behindert. So, jetzt fahr hier lang. Warum ist die Musik weg? Ah, die ist wieder da. Okay, wahrscheinlich kommt jetzt der letzte Fight hier. Auf der langen Bahn. Ich bin konzentriert. Ich muss ihn sofort erwischen, ansonsten bin ich wieder tot. Das wäre doof. Scheiße, ich sehe gar nichts. Bin tot. Ach du heilige Wurst. Okay, das ist jetzt heftig. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Alter, wie krank bin ich? Die ganzen Spritzen, alles, all die Munition, alles umsonst. So, das überspringen wir jetzt. Ich glaube, das... Oh ne, das können wir nicht überspringen. Das ist doch doof. Also warum kann man solche Situationen nicht überspringen, die man schon angesehen hat? Ich drücke hier die ganze Zeit Enter. Und Leertaste, aber es bringt nichts. Vielleicht kann ich jetzt vielleicht überspringen. Komm schon, das kann ich doch überspringen bestimmt. Ah, guck mal. Jetzt ist er ganz normal. Boah. Vielleicht haben wir uns jetzt selbst gerettet. Indem wir unseres vielleicht wachen wir dann wieder in seinem Sinne auf. Da, wo wir uns gerade umbringen wollen und merken dann, nein, nicht umbringen. Keine Ahnung. Und, was ist jetzt los? Okay. Jetzt geht's wieder. Was war das denn gerade schon wieder? Oh Mann, diese ganze Strecke jetzt nochmal fahren. Ah, das kann's doch nicht sein. Mensch. Wieso das denn? Und warum hat er uns umgebracht? Ich habe so schnell auf ihn geschossen und er hat trotzdem überlebt. Das kannst doch nicht sehen hier. Das wird wahrscheinlich auch dann das Ende sein. Wenn wir jetzt unseren eigenen... Unser eigenes Ich besiegt haben. Vielleicht ist es ja so ein Simon-Gollum. Das Böse besiegen wir jetzt. Vielleicht wachen wir dann wieder in unserem menschlichen Körper, in der menschlichen Welt auf und haben uns doch nicht umgebracht. Und war nur in einer Psychose irgendwie. Tagelang gefühlt. In Wahrheit waren es nur 10 Minuten oder so. Da vorne ist er langgerannt. Das habe ich gesehen. Ich weiß ja jetzt, von wo er schießt. Vielleicht ist es so, dass, wenn ich mich jetzt nicht so allzu oft treffen lasse, dass ich 2 Schläge von ihm überlebe. Und dann hätte ich es ja geschafft. Oh, dieses Zurückfahren, wenn er sich hier so verhakt. Das ist echt... Ich weiß gar nicht, habe ich ein Bein verloren oder bin ich einfach nur querschnittsgelähmt? Hallo, umdrehen. Ich kann nichts umdrehen hier. Das regt mich so auf. So, ich weiß gar nicht, ab wann er kam. Kam er hier schon? Ja, ich glaube, hier kam er. So, sehr gut. Ich lade nach. 3 Runden sind es insgesamt. Das heißt, für jedes kann ich ein Magazin verbrauchen. Wenn ich es mal so oberflächlich zusammenfasse. Ja, sehr schön. Diese ganzen Augen hier. Da habe ich auch zuerst draufgeschossen. Da habe ich viel Schuss schon verloren. Also mehr als 2 Magazine hatte ich im letzten Versuch auch nicht. Ich hoffe, ich schaff's jetzt. Wir haben auch sehr, sehr wenig Leben bisher verloren. Sehr schön. Das war sehr gut. Soll ich nochmal nachladen? Obwohl, nee, ich habe ziemlich viel Schuss. Ich lade lieber nicht nach. Und ich habe noch nicht mal die Hälfte verloren. Muss man sich auch positiv... Muss man positiv in Erwähnung ziehen. So. Es ist einfach nur krank, das Spiel. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Also, krank. Aber es ergibt Sinn. Ich wusste doch, dass er es irgendwie träumt. Irgendwie eine Psychose ist. Nein! Oh, scheiße. Ich hätte doch nachladen sollen. Ich hätte da noch... Ah, shit. Ja, das habe ich jetzt falsch gemacht. Ist natürlich doof. Ich glaube, ich ziehe ihm nicht mehr genug ab. Ist ja fast noch die Hälfte. Also ein Viertel... Ein bisschen mehr als ein Viertel, würde ich sogar noch sagen.
Das ist ein Problem jetzt. Shit. Ich hab's vergeigt wieder. Ich hätte nämlich draufschießen sollen, das ganze Magazin, und jetzt nachladen sollen. Dann hätte ich zwar null Magazine, aber dann hätte ich jetzt ihn sofort killen können. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt aber wieder über die Hälfte schon verloren. Wenn man das jetzt so mit dem Endgegner Simon vergleicht, ist das eigentlich genauso viel. Yes! 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 Was passiert jetzt? Das ist die große Frage. Die ich mich auch selbst stelle. Die ich mir auch selbst stelle. Haben es. From committing suicide. But it didn't only leave me alive. It also left two police officers dead. Oh. I killed them. Scheiße. Shot them both. This was not supposed to happen. Doctors testified that I was having a psychosis. Ja, wusste ich so. Which means that my punishment won't be too hard for me to bear. In a mental hospital where nurses and doctors are taking care of me. They let me finish my book, and it has helped me a lot. I wrote a happy ending just for myself. I feel better now. I am more at peace with myself. Even though I'm still stuck in this wheelchair. But, I accept that now. I can never forgive myself for shooting those two officers, though. But I have so many supportive people around me now, so... I think I will be okay. Dr. Purnell is mentoring me and is... watching my progress. I'm lucky to have him. Sophie visits me every once in a while. When the doctors let her, that is. They still think her visits are too destabilizing for me and that it hinders my progress. I keep on telling her how sorry I am for making her life miserable every time she's here. She just laughs a bit and tells me to stop being so silly. But I can see the damage I've done to her in her eyes every time she looks at me. She found a new friend. One who is there for her and treats her right. I'm happy for her. Though I'll miss the good moments we've had, knowing that they'll never come back. I think this is a good time to close this book. It has changed my life forever. Alles ergibt jetzt einen Sinn. Und das ist das Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen des Let's Plays Cry of 4. Und ich glaube, jetzt kommen die Credits, genau, Andreas Ronnenberg. Das, was ihr auch schon am ersten Part vorgelesen habt, deswegen brauchen wir es uns jetzt nicht nochmal am Ende ansehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und demnächst kommt ein neues Let's Play. Bis dann, ciao! Cooles Spiel, muss ich aber noch sagen. Ciao!